Ja, Leute, ich habe heute vor, mal meinen Pool winterfest zu machen. Dazu habe ich heute Morgen schon mal angefangen, alle Blätter von oben und aus dem Pool rauszufischen. In Wirklichkeit sieht er im Augenblick so aus, als wenn man da wieder reinspringen möchte. Ich habe jetzt noch eine Aufgabe vor mir, und zwar, wenn man genau hinsieht, hier unter den Rändern haben sich eine ganze Menge Fliegen gebildet. Ich weiß nicht, ob man das gut ins Bild kriegt. Die werde ich jetzt noch mal mit dem Lappen abwischen. Und dann werde ich meine Utensilien reinigen. Sauber gemacht habe ich den Pool mit meinem Best-Way Poolreiniger. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Das ist jetzt nicht der allerschnellste, aber der funktioniert Vakuum mit Batterien und macht zumindest mal ziemlich viel kleineren Dreck und gröberen Dreck weg. Den ganz groben Dreck mit den Blättern habe ich selbstverständlich mit einem Kescher rausgenommen, aber der ist logischerweise vom Best-Way oder Intex im Internet zu kriegen. Diese Dinge kosten jetzt nicht so viel, würde ich mir aber in jedem Fall zulegen wollen für euch. So, jetzt habe ich die Fliegen entfernt, werde jetzt noch schnell einmal eine Klotablette reintun. Das mache ich deshalb, weil wir noch 12 Grad Wassertemperatur haben, obwohl wir jetzt die ersten Nächte schon Frost haben. Aber ich wollte jetzt nicht länger warten, damit am Ende nicht meine Pumpe noch irgendwelchen Schaden nimmt. Und deshalb habe ich noch einmal schnell die Chlortablette gefüllt. Ich denke, schaden kann es nicht, damit sie über Winter noch ausreichend Chlor ist, falls dann doch noch mal ein paar warme Tage sind, die das Wasser über die 10 Grad treiben. Aber wir gucken hier noch mal gerade aufs Thermometer. Und ich bin eigentlich, ja, das sind jetzt 12, 11 Grad. Das heißt, auch in dieser Woche wird das schon unter 10 Grad gehen, denke ich mal. Von daher ist noch ausreichend Zeit. So, nachdem ich den Wasserspiegel dann runtergefahren habe unter die Wasserlinie beim Ablauf, habe ich meine Heizung entfernt. In diesem Fall haben wir eine Heizung von Best-Way. Wenn man da seine Solarfolie drauflegt und eine einigermaßen Temperatur hat, ist man in 3 Tagen ungefähr auf 30 Grad. Das ist also schon eine tolle Sache und das hat uns auch echt bis Ende September den Badespaß noch verlängert. Das ganze Teil war hier zwischen meiner Pumpe angebaut, dort ist der Ablauf. Ihr seht, es läuft noch ein bisschen Wasser nach. Das ist leider nicht ganz von der Pumpe rausgebracht worden. Hier steht meine Pumpe. Und auch die werde ich jetzt wasserfrei machen und einwintern. Ich werde ebenfalls die Ablaufschläuche dran lassen, bis auf den Wiedereinfüllstutzen. Dort habe ich einen Ball davor gesetzt, damit das Wasser, wenn es jetzt im Winter nochmal regnet und voller wird, von alleine ablaufen kann, wenn es über diese Marke kommt. So, ich habe dann nochmal den pH-Wert gemessen. Der ist dann hier eindeutig zwischen 7,2 und 7,4. Und der Wert beim Chlor ist circa bei 1. Das heißt, das ist eigentlich optimal. So, Plane drauf, Kissen drunter, winterklar. Ich bin gespannt. Im Frühjahr wird berichtet.